Heute bei Robert Knows. Was darf man eigentlich in einem Spaßbad? Welche Regeln gibt es? Und wer ist dafür verantwortlich, dass diese auch eingehalten werden? All das und mehr heute bei Robert Knows. Sehr gut gerutscht, Patrick. Patrick Adam Holtz! Das Rutschen ist erst dann erlaubt, wenn die Haupteinrutschschneise im Becken freigegeben ist. Und nicht, wenn es Herr Patrick Adam Holtz gerade für besonders witzig hält. Alles klar, Dad, sorry. Das habe ich ja komplett vergessen. Und das Rennen am Beckenrand ist strengstens verboten. Was macht denn dein Vater im Spaßbad? Ich dachte, der ist Polizist. Ja, schon. Aber im Sommer möchte er gerne auch in seiner Freizeit für Recht und Ordnung sorgen. Nicht, dass das Bad verkommt, sagt er. Super. Wenigstens ist es dein Dad und nicht unserer. Das wäre ja noch schöner. Ja, und welche Regeln kann es denn schon in einem Spaßbad geben? Das soll doch Spaß machen. Das ist richtig, Lisa. In einem Spaßbad geht es darum, Spaß zu haben. Trotzdem müssen alle aufeinander Rücksicht nehmen. Nur so macht es auch allen Spaß. Ja, aber beim Rutschen weiß doch jeder, woher die nächsten Kinder kommen. So muss ich da aufpassen. Wasser macht sehr viel Spaß. Aber es kann auch schnell gefährlich werden. Beim Spielen kann sehr schnell Wasser ins Auge geraten oder du verschluckst dich daran. Genau für solche Momente nimmt man aufeinander Rücksicht. Welche Regeln gibt es noch, Robert? Neben der Rücksicht auf andere Kinder in eurem Alter solltet ihr besonders auf kleinere Kinder achten. Diese kennen das Spaßbad noch nicht so gut wie ihr und sind deshalb besonders gefährdet. Auch ist es wichtig, nach dem Essen zu warten, bis man wieder ins Wasser geht. Mindestens eine halbe Stunde sollte man nach dem Essen warten. Vorsicht ist auch beim Sonnenbaden geboten. Sonne ist gut für den Körper und regt die Bildung von Vitamin D an. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Bleibt man zu lange in der Sonne, kann die Haut hierunter leiden und einen Sonnenbrand entwickeln. Die Haut ist dann gereizt und muss sich hiernach erst wieder regenerieren. Um einen Sonnenbrand zu vermeiden, kann man Sonnencreme verwenden. Dann muss man im Spaßbad also nur auf die Sonne, das Essen, die anderen und vor allem auf die Jüngeren aufpassen? Ganz genau! Dad! Oh ja, das Megafon. Ja, stimmt, entschuldige. Hier, mein Sohn, das sind Gutscheine für die Saftbar. Es sind genau 5 Stück. Ich dachte, ihr freut euch. Vielen Dank, Mr. Hobbs. Und keine Sorge, wir passen auf alle anderen um uns herum auf und auf die Sonne sowieso. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dann will ich euch auch nicht länger stören. Vom Beckenrand wird nur im Brandfall gesprungen. Na, wenigstens schläft das Gesetz auch im Spaßbad nie. Bis bald.